Willkommen, liebe Pokémon-Freunde, zu einer neuen Folge Pokémon Heart Gold hier bei Dercho.tv auf YouTube und auf Dercho.tv.de. In der vergangenen Folge, das kann ich mal gerne kurz mal zeigen, haben wir uns schon drei Orden stibitzt, beziehungsweise uns drei Orden verdient. Jetzt in der letzten Folge war es Erika. Und ja, wir sind geradewegs dabei, jetzt ja großartig nach Johto zurückzukehren. Wir sind ja im Moment in der Kanto-Region, aber ich wollte mal kurz mal hier so einen Cut machen, was nämlich die Arena-Leiter in Kanto nämlich angeht, denn ich wollte zur Safari-Zone zurück, um natürlich auch mal ein paar Pokémon, wie gesagt, zu fangen, die wir vielleicht noch nicht haben. Deswegen geht es jetzt erstmal von Route 7 aus. Ne? Und keine Sorge, diesmal ist es nicht irgendwie mitten in der Nacht oder so. Nein, es ist diesmal ganz anders. Es ist jetzt diesmal am frühen Abend, beziehungsweise am Abend. Ne? Also, deswegen mal kurz so das mal erwähnt. So, dann fahren wir jetzt mal mit dem großen, tollen Zug, dem Magnetzug. Von Dukatia City, nach Dukatia City. Das ist jetzt automatisch. Da ist er. Schön mit Licht an. Jetzt sehen wir das zum ersten Mal im Dunkeln, Freunde. So. So. Zack, da sind wir. In Dukatia City. Wieder zu Hause quasi. Ne? Dukatia City, wie er das ja hier sagt. Und dann wollen wir mal Richtung Safari-Zone. Taubi ist ja vorne. Ist ja kein Problem. So durch die Hälfte von Johto fliegen wir erstmal wieder. Wir können ja auch anders hätten auch anders fliegen können, aber ich wollte unbedingt mit dem Zug. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann sollten wir diese Möglichkeit auch dementsprechend nutzen. So, erstmal zu Baube. Ah, da ist er doch, oder? Nee, das ist er nicht. Entschuldigung, ich habe sie verwechselt. Ja, laber nicht mit mir wegen der Pummeluff. Das ist ja quasi meine Safari-Zone. Ne? Oder bist du ja endlich? Mir ist endlich die Inspiration für ein neues Spiel gekommen. Ich nenne es den Sofort-Tuffix-Blockverteiler. Das wird dich aus den Socken hauen. Damit kannst du, während du auf Safari bist, nach Herzenslust Gegenstände in der Gegend verteilen. Aber das ist noch nicht alles. Je nachdem, was für eine Sorte von Block du legst, wirst du auch verschiedene Pokémon treffen. Ist das nicht einfach unglaublich? Also dann, wenn es wieder etwas gibt, melde ich mich per Pokécom. Ich kann dir erklären, wie das mit dem Verteilen von Blöcken funktioniert. Soll ich es dir erklären? Liebend gerne. Blöcke. Blöcke sind Objekte, die du während einer Safari frei in der Gegend verteilen kannst. Aber sei vorsichtig, denn über einer Treppe oder beim hohen Gras, wo du auf ein Pokémon treffen, ist es nicht möglich, Blöcke abzulegen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass du auf einem Terrain nicht mehr als maximal 30 Blöcke verteilen kannst. Du solltest also immer im Hinterkopf behalten. Soll ich dir sonst noch was erklären? Platzieren von Blöcken. Blöcke zu legen ist ganz einfach. Zuerst solltest du genau überprüfen, ob das Feld von vor dir auch frei ist. Wenn dem so ist, kannst du dort einen beliebigen Block ablegen. Blöcke können ganz unterschiedliche Größen haben. Es kann also vorkommen, dass du an bestimmten Stellen etwas aus Platzmangel nicht ablegen kannst. Auftritt von Pokémon. Je nachdem, was für Blöcke du ausgelegt hast, wirst du auf einem Terrain einer neuen Mischung von Pokémon begegnen. Wenn du irgendwo also einen Block platzierst, verändert sich also damit auch umgehend dein Safari-Erlebnis. Lege also möglichst viele Blöcke aus und sei ein bisschen experimentierfreudig. Eigentlich mehr nicht. Ich habe es jetzt so einigermaßen verstanden, ne? Kann ich das denn hier machen? In der Maschine? Ein paar Blöcke holen? Ne, das ist der Terrain-Editor. Ne? Also Wüste, Savanne, Sumpfland, Waldesufer, Berglandschaft. Ne? Sumpfland bewegen wir mal. Das lassen wir mal hier, das tauschen wir mal. Was haben wir denn eigentlich noch? Wir haben ja noch die Moorlandschaft. Machen wir mal Moorlandschaft, tauschen wir mal aus. So. So. Erstmal wurde das gewechselt. So, dann gehen wir erstmal hin. Machen wir das mal. Boss, siehst du, ich bin hier der Chef. Was auch ziemlich lustig ist, ne? Als Chef musst du trotzdem bezahlen, ne? Ja gut. Und irgendwas muss ich ja auch Baoba auch ernähren, ne?
So. Wie verteile ich das jetzt mit den Blöcken? Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich das mit den Blöcken mache. Ne? Das ist echt ziemlich eigenartig. Ich habe davon keine Ahnung. Gehen wir aber erstmal hier rein und schauen uns mal ein paar Pokémon an, die wir vielleicht noch nicht haben. Das habe ich aber schon. Waldblöder, Flugmatsch. Kenne ich also. Oder warte mal, wie ging denn das? Geht das nicht? So. Was haben wir hier? Lavita, Level 17. Haben wir auch schon. Wie ging das denn nochmal? Also jetzt das Platzieren von Blöcken. Da jetzt so keine Ahnung von. Ich wüsste jetzt echt nicht wie, ne? Aber, naja. Warte mal, hier geht das nicht. Pokémon, Pokédex, warte mal. Ah, da, doch, Beutel. Ich kann auf den Beutel zugreifen. Block abgelegt, ne? Ne, kein Block abgelegt. Verstehe ich einfach nicht. Ne, verstehe ich gerade echt nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich stelle mich gerade ein bisschen doof, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne? Wie geht das denn mit den Blöcken? Wir können doch hier auch Bäume, ne? Oder? Ne, keine Bäume. Okay, das habe ich jetzt wahrscheinlich nicht verstanden. Aber egal. Oh. Jawohl. Was haben wir? Nidoran weiblich. Haben wir auch schon. Ja, es sind ja jetzt ja alle Pokémon hier, die wir kennen. Na gut, dann muss ich mal kurz mal zurück. Bauba, erklär mir die Scheiße nochmal richtig. Ja, ich möchte trotzdem aufhören. Julius nehme ich jetzt gerade nicht ab. Wie das, ja, wie soll ich das, erklär mir das mal. Platzieren von Sorten von Blöcken hier. Sorten von Blöcken. Es gibt ganz unterschiedliche Sorten von Blöcken. Wiesenblöcke, Baumblöcke, Felsblöcke, Wasserblöcke und noch ein paar andere Blöcke. Seht ihr einfach mal alle an. Die Anzahl der Blöcke, wie du sie voraus kannst, am oberen Bildschirm des Terrain-Editors ablesen. Verschwinden von Blöcken. Ah, ich kann das am Terrain-Editor machen. Ah, okay. Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Was ist denn hier eigentlich? Oh, Boss, an diesem Schalter kannst du die Safaris verschicken. Ja, erklär mir das mal. Du kannst mit einem Freund über die drahtlose Safaris tauschen. Ach so, ja, das, genau. Wie schön die mich hier alle Boss nennen. Ne? Genau, also das ist alles für den Tausch hier. Können wir jetzt ja aktuell nicht machen. Also müssen wir mal, gucken wir mal hier. Wähle Anzahl der Blöcke, die in Wiesen bewegen. Ich würde ja gern Blöcke bewegen. Aber wie kann ich das machen? Moment. Waldstück, Waldesufer, Wüste, Berglandschaft, Einöde. Na, tauschen wir das mal. Nee, das kann, wenn ich das hier nicht machen kann. Moment. Betriebnahme, Auftreten von Pokémon. Obi ist gerade auch leicht verwirrt. Genau. Hier können wir nichts quatschen, ne? Ja.
Blöcke. So, Blöcke sind Objekte, die du während einer Safari frei in den Gegend verteilen kannst. Ja, wo finde ich diese Blöcke? Warte mal, vielleicht finde ich dazu was im Internet. Moment, ich werde jetzt mal einfach mal nebenbei das mal machen. Moment, Safari-Zone, Moment. Safari-Zone, Johto. So, vielleicht sind die bei PokeWiki auch mal so ein bisschen, ne, warte, Blöcke, genau, warte mal. Ein Block ist wenn man den nationalen Pokédex erhalten hat. Pokémon anlocken. Warte mal, den hab ich aber doch, ne? Dekoration, Wasser, Wild, Feld, Wald, Gestein. Dekoration. Ah, ich muss, warte mal. Ich hab doch hier wahrscheinlich, warte mal, Deko oder nicht, ne? Moment. Dekoration. Moment. Nee. Aber warte mal. Okay, ich verstehe das mit den Blöcken nicht. Das ist leider geradewegs ein bisschen ziemlich traurig. Also wenn wir das mit den Blöcken dann halt nicht hinbekommen. Ja gut, schade. Aber warte mal, kann ich die nicht dann hier irgendwie kaufen? Oder? Bin ich sehr gesprächig. Ja. So, Safari, so ein Spaß. Safari, ich gebe Gas. Hier ist schlimm, noch ein Gras. Selbst geschrieben. Ja. Nicht irgendwie die Möglichkeit? Ich habe mein eigenes Geschäft Pokémon-Drinks. Was für Pokémon-Drinks? Proteinkal? Achso, ja. Okay. Vielleicht hier? Auch nicht. Wo kriege ich diese Blöcke her? Nun gut. Dann ist es nichts mit den Blöcken. Dann fliegen wir halt zurück nach Lucatia. Ein bisschen schade. Also ich hätte es gerne gemacht. Ich hätte jetzt so gedacht, weil ich konnte mich jetzt noch daran erinnern, dass wir so vor ein, zwei Folgen so diese Nachricht bekommen haben, aber ja, war wohl nix. Satz mit X wird wohl nichts. Dann fahren wir jetzt halt zurück nach Moment, wenn wir schon hier sind. Einen Moment. Pokécom. Wenn wir schon hier sind. Moment, ich muss mal draufklicken. Ah, ist noch nicht. Dafür ist noch zu spät, das seht ihr ja an der Uhr. Ach, Menno. Na gut, dann fahren wir zurück nach Kanto. Wir hätten auch kurz mal zu Mama gehen können, ne? Hätten wir. So, können wir jetzt wieder nach Saffronia City. Ja, so. Oder ist jetzt, steht der Zug da noch? Nee, der ist auch schon wieder abgefahren. Abgefahren ist dieser Zug, nicht? So, da ist natürlich das Licht an. Ne? So. Ich hätte aber eine Idee, was wir jetzt machen könnten. Nicht den Orden hier. Den werden wir noch nicht machen. Dafür habe ich das Gefühl, dass unsere Pokémon nicht bereit sind. Vor allem nicht meine. Ich wüsste nämlich was. Danach könnten wir die Folge beenden. Deswegen renne ich da jetzt hin. Wie ein Bekloppter. Es steht ja noch ein großes Pokémon aus. Ne, Freunde? Ein großes Pokémon. Ein dickes, großes Pokémon. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Was ist denn hier? Da haben wir es. So, die Pokéflöte. Relaxus Augen springen plötzlich auf. Es ist wach. Ja, die dicke Sau fangen wir jetzt. Oh mein Gott, Level 50.
Oh mein Gott, Level 50. Fliegen, Taubi, flieg. Sonst frisst es dich. Es denkt, du wirst Chicken Nuggets. Alter, das muss viel KP haben. Gigastoß. Oh, ich ging daneben. Und was hat es? Überreste. Nochmal fliegen. Das kann eventuellerweise, glaube ich, auch sogar noch Erholung und dann sogar Schnarcher, ne? Und wieder ist Gigastoß daneben gegangen. Ah, gefällt mir nicht. So, nochmal fliegen. Und jetzt bitte in den gelben Bereich, dann werfe ich nämlich einen Hyperball. Ah, das gefällt mir. Rückentzug. Taubi kann nicht fliehen, also wir müssen jetzt mit Taubi durchgehend arbeiten. Gut, ich würde mal sagen, erster Versuch. Hat ja super geklappt. Oh, jetzt macht's Walzer. Das ist Taubis Todesurteil. Okay, dann müssen wir einmal noch fliegen machen. Jetzt springt es wieder in den springt wieder in den grünen Bereich. Ach Gott. So, ging jetzt daneben. Aber es heilt sich wieder, das gefällt mir nicht. Ja, es trägt Überreste. Das, was ich eigentlich schon generell suche für meine Pokémon. Ja, Rückentzug geht jetzt nicht mehr. Ich könnte mindestens noch einmal fliegen machen, bevor es dann wieder in den grünen Bereich geht. Aber diesmal probieren wir es. Komm. Eins. Zwei. Drei. Da haben wir es. Da haben wir es. So. Relaxo haben wir gefangen. Ein Tagträumer-Pokémon. Vom Typ normal. 2,1 Kilo schwer. Und 2,1 Meter groß, 460 Kilo schwer. Was sich wie an seinen Ruf anhört, ist tatsächlich sein Schnarchen. Oder das Knurren seines Magens. Ja. Wie nennen wir dich? Ich nenne dich Bud. Wie Bud Spencer. So. Damit ist der Weg frei. So, merkt das irgendjemand hier in Orania City? Der zum Beispiel? Oh, wie ich sehe... Ach nee. Okay, da freut sich keiner drüber. Aber was soll's, als wären wir nie weg gewesen. So, dann gibt's jetzt erstmal kurz mal einen... Ich merke gerade echt, wie die... Ne? Nee, das wollte ich nicht. Blö. Hypertrank. So. Ich habe ja nur Hypertränke, ne? Ja gut, ich habe auch Top-Genesung und Top-Tränke dabei. So. Sollen wir schon mal in die Dicta-Höhle gehen oder noch nicht? Was sagst du, Taubi? Er schaut sich gehetzt um und scheint irgendetwas zu suchen. Dann gehen wir hier entlang. Oh, da haben wir schon den ersten Trainer. Ich kann alles sehen. Ich kann direkt in dich hineinsehen. Ih, du kannst in mich hineinsehen. Devil. Ekelhaft. Oh, Xatu. Sehr schön. Da gucken wir auch. Ein sehr gutes Training für unsere Pokémon hier. Wenn wir noch so ein, zwei weitere Pokémon-Trainer hier finden, dann wäre auch schon... Oh, oh. Sehr. Ist nicht so schön. Seht dann immer voraus, was für eine Attacke kommt. Mag ich eigentlich nicht. Bevor die Attacke kommt... Hau ich erstmal Xatu weg. Weil Seher erahnt ja eine Attacke. Und die wird jetzt nicht mehr kommen. Ja, das hast du nicht vorhergesagt, ne? Selber schuld. So, nächster. Für einen Pokémon-Trainer ist Mogeln tabu. Liefern wir uns einen fairen Kampf. Ja, wenn du das so sagst. Teenager Frieder. Klingt irgendwie falsch. Frieder, ne? Oh, erstmal Bedroher von Vulcano. Eieieiei. Machen wir mal Flügelschlag. Mal gucken, was das was ausmacht. Ja, so die Hälfte. Der freut mich jetzt gerade nicht so. Aber trotzdem mache ich Flügelschlag weiterhin. Also, ob jetzt auch Fliegen was gebracht hätte, ich denke eher nicht. Ne?
Aber mal gucken. 858 XP. Und das reicht für Level 50. Taubi ist durch. Rückenwind. Interessant. Ist ein Flug... Ne? Anwender erzeugt einen Wirbelwind, der Initiative aller Pokémon im Team für 3 Runden steigert. Nee. Dann bleiben wir bei den Attacken, die Taubi kann. Ja, ich habe ja aus Versehen ja Aeroasma weggemacht, was auch ziemlich dumm war von mir. Taro ruft mich an. Hallo, ich bin's Taro, alles okay, wusstest du so? Wusstest du, Bild scheint die Frau vom Blumenladen zu mögen. Tja, so sieht es aus. Ah, so ein Quatscher hier, so ein Trödler. So, das heißt noch 2 Pokémon. Ach, die Wappab ist schon Level 50. Ist ja in den letzten Folgen ja immer so ein Running Gag gewesen. So, Tony, jetzt kommst du auch noch auf Level 50. Oh, was haben wir denn hier? Ein mannshoher Baum, ich soll kopflos einsetzen. Ja, Ampi, übernimm du das mal. Nix, okay. Oh. Es juckt und sticht, wenn ich mit meinen Shorts durchs Gras laufe. So Shorts hätte ich auch mal gern wieder an. Das Problem ist halt nur, wir haben jetzt geradewegs noch Winter. Ne? Aber ich freue mich schon wieder auf den Sommer. Der wahrscheinlich schon im April da sein, da sein wird. Oh Mann. Ja, das lief gut. Und das ist auch schon Level 50 für Tony. Ging schnell, ne? So, X-Bud. Ja, guck mal, dann ist es ein perfekter Wechsel für Lanti. Lanti ist dann auch hoffentlich schon bald Level 50. X-Bud auch noch. Habe ich das gerade richtig gelesen? Oh, X-Bud, nice. Very nice. Very nice. Machen wir mal Ladungsstoß. Oh, Giftzahn. Volltreffer sogar auch noch, aber keine Vergiftung. Ich weiß ja nicht. Ja, eigentlich kann Giftzahn kann ja eigentlich auch noch eine Vergiftung voraussuchen. Auch noch vorherbringen, ne? Voraussuchen. Vorherbringen. 1836. Naja, schade. Aber gute Pokémon. So, das heißt, dann wechseln wir mal wieder. In der letzten Folge hatten wir ja Lanti vorne. Jetzt haben wir wieder Lanti vorne. So. Da haben wir einen Trainer, der nicht gesprächig ist. Warum? Verstehe ich nicht. Marcel, warum sagst du nichts? Oh wei, oh wei. Ah ja. Machen wir die mal mit Surfer weg. Ne? Und... Oh. Psychokinese. Nochmal Surfer. Wisch. Ah. Sehr gut. So. Reicht das für Level 50? Nein. Deswegen muss Kokowai noch hier halten. Ja, bei Kokowai ist es so, es ist ja Pflanze Psycho, ne? Und das ist halt immer so die Sache, die es ein bisschen schwieriger macht. Machen wir erstmal einfach mal Ladungsstoß. Ja, das ist nicht sehr effektiv, ne? Aber dafür lohnt sich eine Paralyse bei Kokowai. Holzhammer, oioioi. Ja, Holzhammer. Ui, das knallt aber rein. Ich glaube, ich wechsle mal ganz kurz auf Tony. Damit, okay, Psychokinese. Ist jetzt nicht so tragisch. Aber wäre es in Legenden Arceus, dann wäre es sehr effektiv. Als Feuergeist. Ja, Feuergeist in Legenden Arceus. Sorry, wenn ich euch jetzt eventuellerweise gespoilert habe. Für die, die noch nicht so weit sind. Aber ihr habt euch wahrscheinlich spoilern lassen, freiwillig. Dann würdet ihr dieses Video nicht gucken. So, Lanti auch Level 50. Wuhu! So, alle sind Level 50. Dann bleiben wir mal bei Tony mit Owei. Ja, Lanti kriegt gleich mal erstmal einen Hypertrank. Ne, einen Top-Trank kriegt es gleich einfach mal. Einen Top-Trank. Weiß ja nicht, wie viel KP hat es eigentlich schon? Müsste schon längst über 200 KP haben, ne, auf Level 50. Irgendwie sowas in der Art. Sollen wir mal gucken. So, 819 XP. Perfekt. So. Eieiei. So. Wie gesagt, verdient Top-Trank. Knapp 200 KP. Knapp. Na gut, dann mit Level 51, 52 sind diese 200 KP drin. Ich lasse aber Lanti mal vorne. Wer weiß. Ne, Aprikoko-Baum erstmal schütteln. So, Aprikoko-Grün.
Grün, Aprikoko. So. Wen haben wir denn noch hier so? Niemanden mehr? Nüscht. So, wir sehen auch jetzt mal hier ein wildes Pokémon. Ist es eins, was wir fangen können? Ja. Können wir fangen. Level 16. Unterentwickelt. Das soll jetzt nicht Negatives klingen, sondern normalerweise entwickelt sich ein Hypno auf einem höheren Level. Ah, es will nicht. Okay. Ja, klar, genau. Setz mal Hypnose ein. Ich weiß gar nicht, was Lanti für ein Item trägt. Aber nicht eins, was es zum Aufwachen bringt. Es will nicht in einen Hyperball. Okay, verstehe ich. Klipp und klar. Ja, kann ich verstehen. Gut. Ja, wenn du nicht willst. Ich habe noch andere Bälle für dich. Ne? Aber erstmal wecke ich mal Lanti. Außer ist jetzt wieder Hypnose. Ich hasse dich, Hypno. Ich hauche so in mein Mikrofon gerade rein. Weißt du was, dann kriegst du jetzt einen Superball am Kopf geklatscht. Wenn du da nicht rein willst, dann flüchte ich. Eins. Zwei. Okay. Oh mein Gott, es greift an. 4 KP sind weg. Oh mein Gott. So, probieren wir es jetzt noch einmal. Also dafür setze ich jetzt nicht die Top-Genesung ein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Confusion. So. Oh, das war ein Volltreffer. Komm. Ich blubber dich erstmal voll mit Blubberstrahl hier. Bam, 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 bam. Überlebst du nicht. Jetzt, wo Lanti Level 50 ist. 377 XP. Ja, geht so. Was haben wir denn hier? Strauchler. Okay. Interessante Attacke. Mehr ist hier nicht. Westlich zu Diktas Höhle. Ja. Dann mache ich mal heute einen Cut. Ja, nicht einen Undercut. Nicht einen Shortcut. Sondern einen Cut-Cut. Beende die Folge heute und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Immer montags und mittwochs um 18 Uhr auf derchotv.de und auf dem YouTube-Kanal von derchotv Games. Schaut mal rein. Ich würde mich sehr gern freuen, wenn ihr sogar ein Abo hinterlässt. Glocke aktiviert, damit ihr auch wisst, Mittwoch, Montag oder Mittwoch 18 Uhr neue Folge. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns derweil das nächste Mal wieder. Haut's rein, bleibt gesund und bis dahin. Tschüss.